Jared ist doppelt so alt wie sein Bruder Peter. Jared ist doppelt so alt wie sein Bruder Peter. Peter ist 4 Jahre alt. Peter ist 4 Jahre alt und Jared ist doppelt so alt wie sein Bruder Peter. Hat also das doppelte Alter wie Peter und der Peter ist 4 Jahre alt. Talia ist dreimal so alt wie Jared. Wie alt sind Talia und Jared? Talias Alter ist dreimal so hoch wie Jareds. Also fangen wir mal an. Peter ist 4 Jahre alt. Peters Alter ist 4. Er ist 4 Jahre alt. Jared ist doppelt so alt wie sein Bruder Peter. Jared, schreibe ich mal hier hin. So. Und zwar machen wir es mal in gelb. Das ist besser. Jared. Jared ist doppelt so alt wie sein Bruder Peter. Was heißt jetzt doppelt so alt? Doppelt heißt das gleiche wie zweimal. Zweimal das Alter von seinem Bruder Peter. Ich kann also sagen, doppelt so alt oder zweimal so alt wie das Alter, wie eben Peter. Und Peter ist also 4 Jahre alt. Und dann ist also Jareds Alter 2 mal 4. 2 mal 4. Und jetzt schaust du mal bitte in dein 1x1 nach. Und da siehst du, dass 2 mal 4 ist 8 oder 4 mal 2 kannst du auch rechnen. Und Peters Alter ist eben 4 und das Ganze mal 2, das ergibt eben 8. Du kannst auch 4 plus 4 rechnen. Und Jareds Alter ist also 8 Jahre. Und dann am Ende sagen sie ja, Talias Alter ist, Talia, hier unten, Talias Alter ist dreimal das von Jared. Talias Alter ist also dreimal von Jared und wir wissen ja schon, Jared ist 8 Jahre alt, also ist es 3 mal 8. Und jetzt schaust du wieder in dein 1x1 und das 1x1 ist wirklich etwas, was du wirklich gut können musst in Mathematik. Du musst es vorwärts, rückwärts und auswärts auswendig können. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und dann kannst du vieles ausrechnen, nämlich 3 mal 8 ist 8 plus 8 plus 8. Und 8 plus 8 ist 16 und 8 gibt 24. 3 mal 8, also 24. Also Peter ist 4, Jared ist 8 und Talia ist 24 Jahre alt.